Was geht, Leute? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Ich grüße euch. Deswegen separiert dich Gott oftmals. Deswegen musst du dich in manchen Phasen deines Lebens isolieren. Ja? Denk nicht, dass das was Schlechtes ist oder was Böses ist, wenn dich Gott isoliert. Weil manchmal musst du dich isolieren. Manchmal muss dich Gott isolieren. Ja, manchmal bist du es selbst, deswegen sage ich beides. Manchmal bist du es selbst, wo du dich isolierst. Und manchmal ist es Gott persönlich, der dich isoliert, weil du einfach vielleicht nicht stark genug im Glauben bist. Und er will dich näher bei sich haben. Das heißt, er isoliert dich, sodass du näher zu Gott kommst. Oder er beschützt dich, weil du im falschen Umfeld bist, weil du mit den falschen Freunden bist. Und er isoliert dich, sodass du an dir arbeitest und bessere Menschen damit abbekommst, anziehst, nenn es wie du es willst. Manchmal ist es einfach nur, damit du auf ein höheres Level kommst, sodass du mehr Platz und Raum und Zeit für dich selbst hast, weil du dich vielleicht zu sehr für andere geopfert hast. Es können verschiedene Gründe jetzt sein. Ich habe mir jetzt nichts großartig aufgeschrieben. Ich habe mir einfach nur diese Nacht dieses Thema hier ausgesucht. Das ist mir in den Kopf gekommen, ey, Isolation. Manchmal musst du dich isolieren, weil du einfach nicht stark genug im Glauben bist. Du glaubst nicht hundertprozentig. Du vertraust nicht hundertprozentig auf Gott. So, und vielleicht isoliert dich Gott, weil du zu sehr in dieser Welt bist, zu sehr in diesem ganzen weltlichen Chaos und was weiß ich, du gehst zu viel feiern oder sonst irgendwas oder was weiß ich, du hast zu viel Spaß. Und Gott ist ein sehr eifersüchtiger Gott. Und das heißt jetzt nicht, er gönnt dir keinen Spaß, aber wenn dieser Spaß dich weg von Gott bringt, weil du mit den falschen Leuten abhängst und die verführen dich oder sonst was, er ist sehr eifersüchtig, dann geht er hin, entzieht dich, zieht dich da raus und isoliert dich. Und das passiert alles nur für dich. Separation is elevation. Ja? Wenn du separiert wirst, wenn du isoliert wirst, soll das zu deinem Aufstiegsprozess dazu beitragen. Das ist niemals gegen dich. Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Wenn die ganze Welt gegen dich ist, glaub mir, Gott ist für dich. Gott ist für dich, auch wenn die ganze Welt gegen dich ist. Deswegen, oftmals werden wir separiert oder isoliert, einfach nur, damit wir stärker werden, damit wir weiser und klüger und smarter werden, damit wir mehr reflektieren, damit du endlich mal über deine Fehler nachdenken kannst, die du in der Vergangenheit getan hast. Weil sonst bist du dich die ganze Zeit hier nur am Ablenken, bist am Smoken, am Trinken, am Feiern, am Spaß haben. Und jetzt hat dich Gott mal isoliert, mal separiert und auf einmal hast du all die Zeit der Welt, um zu reflektieren, um über deine Fehler nachzudenken. Oh, ich habe zu viel Geld ausgegeben. Oh, ich habe hier die ganze Zeit nur mich rumgeschlafen. Oh, ich lenke mich die ganze Zeit nur ab. Oh, ich laufe von meinen Problemen weg. Jetzt hast du keine andere Wahl mehr, als dich deinen Problemen zu stellen. Beispielsweise, vielleicht rennst du die ganze Zeit von deinen Problemen weg und checkst es nicht mal. Und du hast lauter Probleme, aber rennst davor weg, entziehst dich und jetzt hat Gott dir mal etwas weggenommen und vielleicht deswegen musst du dich isolieren, weil du es dir vielleicht jetzt nicht mehr leisten kannst, davor wegzurennen. Ja, vorher, du konntest noch feiern gehen, konntest Spaß haben, alles, was du willst. Vielleicht hast du jetzt deinen Job verloren. Und bumm, hier ist die Isolation. Aber wie gesagt, habt keine Angst davor, alleine zu sein. Fürchtet euch nicht, Leute. Alleine sein ist ein Geschenk Gottes. In einer Welt, wo sich die meisten Leute einfach nur die ganze Zeit distracten, einfach nur ablenken, auf Social Media sind, die ganze Zeit da am Rumscrollen sind, die ganze Zeit nur nichts machen und sich nur ablenken, ist der Gewinner, der A, Social Media für sich nutzt,
Und B, der sich nicht die ganze Zeit ablenkt, der mal was macht. Der mal etwas macht, das auch das geringste bisschen macht dich zum Gewinner in einer Welt voller Loser, die nichts machen. So, was willst du mit deinem Leben anstellen? Vielleicht ist das auch der springende Punkt. Du laufst da viel zu unkoordiniert, unkontrolliert rum, weißt nicht, was du mit deinem Leben anstellen sollst. Hast vielleicht schon vorher gebeten zu Gott, bitte gib mir ein Zeichen, zeig mir, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll und bist verzweifelt. Aber gehst dann hin und lenkst dich ab und sonst was, nur damit du nicht mit deiner Verzweiflung umgehen musst. Und jetzt hat dich Gott isoliert, separiert, damit du mal mehr dir Gedanken machen kannst. Damit du mal in dich gehen kannst und hinterfragen kannst, warte mal, was ist das, was ich den Rest meines Lebens tun will? Was treibt mich an? Was ist meine Bestimmung? Was will ich tun? Weil vorher hattest du keine Zeit dafür. Du warst zu sehr Teil dieser Welt. Ja, und manchmal nimmt dir Gott etwas, damit du noch näher zu ihm kommen kannst. Denn wer diese Welt liebt, trägt die Liebe zum Herrn nicht in sich. Das ist einfach so. Und vielleicht liebst du diese Welt noch zu sehr und du hängst noch zu sehr an dieser Welt und an materiellen Dingen und sonst was. Und jetzt hat dir Gott nach und nach immer mehr materielle Dinge weggenommen, sodass du dich isolieren musstest, weil du dir nichts mehr leisten kannst vielleicht. Nur um zu sehen, dass du nichts brauchst. Wenn Gott mit dir ist, wer soll gegen dich sein? Gott wird sich um dich kümmern. Und vielleicht, wie gesagt, du hast ihm nicht hundertprozentig vertraut. Hast mehr was auf Materielles gegeben, mehr was auf diese Welt gegeben. Und jetzt hat dir Gott mal seine Macht gezeigt, hat dir alles weggenommen, um zu sehen, wer du dann bist, wenn du nichts mehr hast. Wer bist du, wenn du nichts mehr hast? Keine Freunde. Kein Social Media, kein Hab und Gut, keine Besitztümer, nichts. Einfach nur du und Gott. Wer bist du? Und Gott will es sehen, was aus dir wird, wenn er dir mal alles wegnimmt. Deswegen denk nicht eine Sekunde, dass er das tut, um dich zu bestrafen. Nee, er tut das sogar noch, um dich zu belohnen. Aber du musst es dir natürlich verdienen. Du musst durch diese Zeit gehen. Der Isolation, das ist nur eine Phase in deinem Leben. Das heißt es nicht, du musst für immer in diesem Monk-Mode bleiben. Vielleicht auch, genau, du strugglest irgendwie mit irgendeiner Sucht und Gott will, dass du endlich über diese Sucht hinwegkommst. Du bist die ganze Zeit auf diesen Webseiten oder sonst was oder mit irgendwelchen Substanzen hast du zu kämpfen oder sonst irgendwas, ja. Und jetzt hat er dich isoliert, nur damit du endlich diese Sucht hinter dir lassen kannst. Weil du bist jetzt in Monk-Mode, das heißt, Simon Tension, NoFap, keine Webseiten, keine Frauen, ja, und lebst wie so ein Mensch, ja, so enthaltsam, keine Drogen, kein Alkohol, kein gar nichts, nichts, nur du und Gott. Und genau so will er es. Weil wie sollen wir zum Vater kommen, wenn wir noch an dieser Welt hängen? Mit all ihren Dingen. Wie sollen wir zum Vater kommen, wenn wir diese Welt lieben? Wer diese Welt liebt, trägt die Liebe zum Herrn nicht in sich. Wenn du Bruder, Vater, Mutter, Schwester mehr liebst als Jesus, dann hast du seine Liebe nicht verdient. Und ich weiß, meine Worte sind manchmal etwas hart, aber das ist einfach die Realität. Und ich meine das nicht böse, es ist einfach die Wahrheit. Manchmal müssen wir alles verlieren, um Besseres zu gewinnen. Weil du denkst, du hast schon das Beste, was du kriegen kannst. Aber Gott will dir was noch Besseres geben. Das, was für dich bestimmt ist, das, was du jetzt momentan hast, ist nicht für dich bestimmt. Du hast dir Dinge genommen, die dir nicht gehören, die du nicht haben sollst. Und Gott hat sie dir genommen, nur damit er dir die Dinge geben kann, die für dich bestimmt sind. Vielleicht bist du gerade aus einer Beziehung raus oder sonst was oder falsche Freunde hast du verloren oder deine Familie will nichts mehr mit dir zu tun haben und jetzt hast du dich isoliert oder Gott hat dich isoliert, wie auch immer. Nur um dir dann bessere
Dinge, bessere Menschen, bessere Umstände, bessere Lebensumstände zu geben. Er will dir ein besseres Leben geben, aber es liegt nur jetzt an dir, durch diese Zeit dahin durchzugehen, ein besserer Mensch zu werden, ein besserer Christ zu werden, ein besserer Gläubiger zu werden, und dann hast du es dir verdient, dann wirst du es dir verdienen. Du musst dir alles verdienen im Leben. Und wenn du jetzt gerade in Isolation lebst, erkenne endlich, dass es nichts Schlechtes ist. Es ist sogar sehr gut, es ist alles für dich. Nichts ist gegen dich, es ist alles für dich. Gott tut das nur für dich. Sehe es nicht mehr als Fluch, sehe es als Geschenk. Endlich kannst du klar denken, endlich bist du frei, endlich kannst du das tun, was du tun willst. Ja? Wenn du für ein Date rausgehen willst, du kannst dich selbst daten quasi. Du gehst einfach alleine ins Kino, gehst alleine ins Fitnessstudio, gehst alleine was essen, gehst alleine was trinken, gehst alleine Spaß haben, gehst alleine shoppen. Tust die Dinge alleine, um dich mal selbst zu lieben. Vielleicht liebst du dich auch nicht wirklich selbst. Du hast keinen Selbstrespekt, keinen Rückgrat, keine Stabilität. Und Gott will dir das geben. Erkenne endlich, dass das Gott nur für dich tut. Er tut es für dich, nicht gegen dich. Und das wollte ich jetzt einfach mit euch teilen, weil manchmal man hinterfragt das so, warum bin ich so isoliert, warum will keiner was mit mir zu tun haben? Komm aus deiner Opferrolle raus. Vielleicht ist das auch noch so ein Punkt. Vielleicht bist du zu sehr in der Opferrolle und denkst, oh, alles ist gegen mich, warum passiert mir das? Und Gott will dir einfach mal zeigen, ey, komm aus der Opferrolle raus, nichts ist gegen dich, alles ist für dich. Wenn du endlich mal erkennst, wie viel du bekommen hast im Leben, dann erkennst du, dass du kein Opfer bist deiner Umstände. Nein, du erschaffst dir dein Glück. Glück kommt von innen, nicht von außen. Aber viele versuchen es im Außen zu ergreifen. Oh, Glück, 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 wo ist Glück, wo ist Glück? Glück kommt von dir drin. Und nicht, das findest du nicht im Außen. Das findest du nicht draußen. Das Glück in Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie, sonst was, da findest du kein Glück. Aber in dir ist sehr viel Glück. Wenn du die Beziehung zu Gott pflegst, glaub mir, Glück wird dich, er wird dich überschütten mit Glück, mit Gaben und Geschenken, Miracles, ja. Und du siehst ein Wunder nach dem anderen, wenn du endlich mal deinen Glauben stärkst und festigst. Glaubst du an Gott? Schreib es in die Kommentare. Schreib, ich glaube an Gott. Amen. In diesem Sinne, möge der Herr mit euch sein. Peace out. Stay blessed.